über die Schulter geschaut heute bei der ersten Stunde eines Geheges. Wir haben beim Elchgehege ein Stückchen freigelassen, das ist dieses Waldstückchen hier, und hatten die eine oder andere Idee, die jetzt aber greifbar geworden ist. Denn jetzt fangen wir an, das Gehege schon zu gestalten. Bis jetzt ist noch kein Zaun drumherum, außer die Seite vom Elchgehege, und die andere Seite wird jetzt gestaltet. Vorher müssen wir aber noch mal durch den Bestand gehen und gucken, sind hier vielleicht ein paar Kiefern zu trocken, die uns den Zaun gefährden, und die Tiere, ist die Bodenbeschaffenheit in Ordnung. So haben wir hier zum Beispiel schon so einen Wall aufgeschüttelt, dass die Tiere sich hier drin verstecken können, und werden jetzt in den nächsten Tagen anfangen, den Zaun drumherum zu bauen, damit wir die Tiere, für die wir uns entschieden haben, hier reinsetzen können. Und jetzt ist die Frage an euch, ob ihr vielleicht schon ein Gefühl dafür habt, was wir hier passend zum Elch und zum Rehwild an der hintersten Ecke vom Wildpark platzieren wollen, damit euch das hier so ein bisschen hochlockt. Wir haben nämlich gemerkt, dass hier hinten oft viele Besucher gar nicht hingehen. Und hier wollen wir nochmal so ein echtes Bonbon euch zeigen. Und da bin ich mal gespannt, ob die Community darauf kommt, was das sein könnte.